gut. Wir stiefeln den Berg wieder hoch. Wir machen uns jetzt auf den Weg ins Weiße Rössel. Das. Was haben wir denn da, Herr Müller? Den German Bratwurst. Ja, ich habe was gekauft. Mein Tempomat geht nicht. Das wollte ich gerade sagen. Was ist denn los? Vermisst du dein Tempomat? Es ist echt zum Kotzen. Ich habe vorhin noch doofe Sprüche gemacht. Das Auto geht nicht oder was weiß ich. Oder geht kaputt, dass man länger da bleiben kann. Ja, das hat der mir übel genommen. Ja, das hast du gejinxt. Ja. Aber wir haben das schon mal gehabt und dann hältst du eigentlich an, machst eine Zündung aus oder so und dann geht's wieder. Aber es geht nicht. Wir haben jetzt schon dreimal angehalten. Es geht nicht. Es ist dunkel, gell? Ich seh dich. I see you. ja, aber egal. Das Bein tut mir eh schon weh wie Sau, also daher kann es ja noch mehr weh tun, gell? Armer. Ja, armer Schatz, das bin ich. Armer. Ja. Jetzt sind wir weg vom Meer. Aber er wird es überleben. Ja, wir sind weg vom Meer. Wir sind weg vom Meer. Ja, wir sind weg vom Meer, aber wir haben schöne Berge vor. In no way. You just call me now standing outside in the rain. It happened again. This ain't the same. But you and I know this ain't never gonna change. Oh no way. Yeah. All I want is a feeling up there. So, also liebe Freunde, wir sind jetzt hier in Bosiljevo abgefahren. Der Ratschlag wird also quasi umgesetzt. Ich hoffe, dass die Straße auch besser ist als wie über Medlika. Wehe nicht. Ja. Wir stehen jetzt an der Mautstation. Ja. Ja. Und bezahlen, denke ich mal, wieder so knapp 30 Euro oder das sowas. Das letzte Mal, ja, denke ich auch. Mehr wird es nicht sein. Getankt haben wir jetzt gerade nochmal schnell für 12,18 Kuna. Was einen Umrechnungskurs von ca. 1,60 Euro entspricht für Diesel. Ja, also, aber aufpassen. Ne? Mir ging es nämlich auch gerade so, ich bin schon fast wieder drauf reingefallen. Es gibt zwei verschiedene Sorten von Diesel. Es gibt einmal diesen Premium-Diesel und den ganz normalen Diesel. Also Diesel ist eigentlich Diesel. Ne? Die wollen euch das wahrscheinlich nur teuer verkaufen. Das ist in Deutschland genau derselbe Mist. Da war nämlich der Premium-Diesel, sollte 14,99 kosten und ich bin dann zurückgefahren. Dann war an der LKW-Zapfsäule, da ist der normale Diesel auch gewesen und da der war für 12,18. Genau, das war 12,18 ja. Und das andere wäre nämlich auch umrechnungstechnisch dann 1,99 Euro, also knapp 2 Euro auch gewesen. Ja. Also, und der andere 1,60, also 30 Cent mehr. Ja. Mal ein bisschen aufpassen. Man muss nicht alles kaufen, was Premium ist und muss denken, dass es viel besser für den Motor ist oder was. Ein Diesel verbrennt alles, Freunde. Ne? Also fast alles. Ich glaube es mal, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ne? Ich glaube jetzt mal meinen Mann. Das ist eine deutsche Dampfmaschine. Ja. Nee, genau. Deswegen. Das machen wir, wie gesagt, jetzt fahren wir hierher, fahren hier über die Grenze. Die Aussichten für Kranjska-Gora sind besonders gut. Gell, 7 Grad und Regen und ich habe kurze Hose an. Ja, ich auch. Ja. Aber wir haben ja Gott sei Dank ein langes Höschen dabei. Ja, genau. Ja, das kriegen wir schon auf die Reihe. Heizung, Gas, alles dabei. Großen Kleiderschrank im Wohnwagen. Ja, so läuft's. Ja. So machen wir's. Alles also, klar. Wir fahren über die Grenze. Bis dann. Dobran.
Hallo. Ja, genau. Tschüss, Kroatia. Tschüss. Wir sind in Slowenien. Leider. Nein, Quatsch. Slowenien ist ein sehr schönes Land. Weiter. So, was kostet hier eine Spritpuppe? 1,60. 1,60. Genauso. Okay. Genauso viel wie in Kroatien. So, also wir fahren weiter und melden uns dann später. Wir haben noch 190 Kilometer bis zum Ziel. Also Leute, hier ist ganz schön Hochwasser, muss man sagen. In Slowenien. Ja, also da sind die Bäume unter Wasser und überall über die Flussufer getreten. Heftig, hier muss es echt ganz schön runtergepisst haben, beziehungsweise regnet es gerade auch, aber ja, bitte. Ich weiß was, Frau Lehrerin, ich weiß was. Aber jetzt musst du gerade mal. Jetzt muss ich gerade mal Gas geben. Frau Lehrerin, es ist unter 20 Grad kalt jetzt. Ja, 17 Grad. Ja. Gut, dass wir noch zwei Gasflaschen dabei haben. Ja, weil nachts soll es 6 Grad gehen. Damit die Möllilinen weißen Arsch hat. Weißen oder was? Ein warm, wollte ich sagen. Ein weißen Arsch, wie komme ich denn da drauf, ey? Sag mal. Entschuldigung. Ja, aber wie gesagt, Wetter hat sich ganz schön verändert. Ja, aber war ja abzusehen. Ja. Und ich weiß noch, ich weiß noch was. Die Strecke, die wir fahren, die ist wirklich besser. Die ist wirklich besser, also vom Teerbelag auf jeden Fall her, zu diesem Gewackel über Metlika. Aber wir schreiben euch das dann nochmal in die Kommentare, also hier in dem, wie heißt das Ding da? Weltbegleitender Text unter dem Video da. Videobeschreibung. Da schreiben wir euch das Ganze dann noch mal rein. Also wie gesagt, ich finde es echt besser zu fahren. Ist zwar auch ein bisschen gegaukelt, aber nee, ist okay. Ja, aber ist okay. Wie gesagt, okay, die Straßen sind echt besser. Ja. So, fertig. Also, bis dann. Was ein Schiedwetter. Lass uns umdrehen. Definitely not in Croatia anymore, Toto. Hä? Ja, das ist der Zauberer von Oz. Ja. Voll? Ja, vergiss es. My English is not so good. Biegen Sie rechts ab. Dann Ankunft. Seconds or minutes are just passing by. We better hurry. Let's make it right now. Cause maybe tomorrow I won't be this time. Biegen Sie links ab. Dann biegen Sie links ab. All this will live together. Wir sind da. Wir sind angekommen, Camp Spick, Slowenien. Jetzt hoffen wir mal, dass wir einen Platz kriegen. Also der Platz sieht recht leer aus. Schauen aber wir mal. Ob sie uns für eine Nacht aufnehmen, mal gucken. Wir gehen von aus. Ja, also. Bis dann. Runter. So Leute, wieder im Auto, hat geklappt für eine Nacht. Wir können uns sogar den Platz aussuchen, egal wo. Jetzt gucken wir mal, wo es ein schönes Plätzle ist. Morgen müssen wir auch bis 13 Uhr erst hier weg. Also überhaupt keinen Stress, können wir schön ausschlafen, frühstücken. Der war auch wirklich sehr nett an der Rezeption und jetzt gucken wir mal. Und das Geile ist, wir haben ja im Januar hier auch gebucht. Und da werden wir natürlich gleich mal gucken, welcher Platz uns richtig gut gefällt und den dann für den Zeitpunkt
auch reservieren. Ja, wenn es geht. Wenn es geht, ja. Wenn es möglich ist. Aber er hat gemeint, mal gucken, müsste eigentlich gehen, weil jetzt noch nicht so viele Reservierungen da sind. Ja. Okay, Papa, wo willst du? Willst du näher am... Irgendwo ins Häuschen. Häuschen. Alles frei hier. Ja, vor allem ist der wirklich nicht groß, ne, der Camping. Ja, also riesig ist er jetzt nicht, aber es ist mir ja scheißegal. Ich habe einen Platz reserviert. Ja. Ne, und dann sage ich hier, pass auf, Karl Detlef, hier will ich stehen. Ne, schauen wir mal. Also, jetzt tun wir erstmal alles gescheit hinstellen und uns ein bisschen einrichten. So Leute, wir haben unseren Platz gefunden, soweit alles okay. Ich glaube, den werden wir auch im Winter nehmen, weil, schaut mal, wenn ihr es jetzt noch seht, ich weiß es nicht. Ah, jetzt sieht man es leider gar nicht mehr. Aber da hinten, wo jetzt die Nebelwolken sind, hast du einen mega geilen Ausblick auf die Berge, die echt schon verschneite Gipfel haben, aber arschgeil. Ne? Ja, Mann. Richtig geil. Also wir sind hier jetzt so ein bisschen rumgefahren. Also wir konnten ja für eine Nacht, ist ja kein Thema und so. Also ich sagte September, Oktober sowieso nicht. Ja. Und da habe ich gleich gesagt, wir haben im Januar gebucht, ob es denn möglich wäre, hier einen Platz zu nehmen. Und jetzt sind wir hier so ein bisschen rumgefahren. Da habe ich hier für Steff gesagt. Also wir müssten im Endeffekt ein bisschen weiter rüber noch oder den Wohnwagen rumdrehen, weil es kommt ja noch das Winterzelt davor. Dann siehst du es natürlich nicht, ne? Die Aussicht. Also müsste man eigentlich rumdrehen, dass man den Blick, das Zelt nach da und machen wir schon. Wir müssen erstmal gucken, wie im Winter hier los ist. Genau. Ja, so, jetzt WLAN-Check. Ne? Wichtig. Ja, definitiv. Und schade, dass das Wetter so doof ist. Ja, also wir haben schon gesagt, gestern lag man noch bei 24 Grad am Strand, waren im Meer. Und jetzt hat es, keine Ahnung, 11, 12 Grad hier, es regnet, was runterkommt. Ja. Das ist schon von einem Extrem ins andere. Müssen wir halt durch. Ja. Und was wir euch auch noch sagen können ist, also wir haben jetzt hier mit der AXI-Card bezahlt. Und die AXI-Card haben wir im Endeffekt 20 Euro für den Platz. Und dann kommen nochmal 2 Euro dabei für die Tax und 2 Euro für Rec-Free. Also ich weiß, die Kurtaxe ist 1 Euro. Ja. Und was ist das hier, Reckvieh? Das Viech oder was? Nö. Keine Ahnung. Registration Fee, Registrierung. Yes. Das sind die Kosten. Ja. Also wir bezahlen jetzt für eine Nacht hier 24 Euro. Mit Hund, Strom und so weiter. Ja. Ja. Axi-Kartenmäßig, genau. Halt, gell? Ja, das passt. Ja. Passt akkurat. Ja. Ansonsten denke ich mal, wir wärmen uns jetzt noch ein bisschen auf, dann wird es aber auch nicht so lange dauern, dass wir essen gehen oder so, weil ich habe echt, ich habe einen Kohldampf wie Sau. Ja, ich auch. Und ich muss jetzt was essen. Ja, definitiv. Was essen. Ja, und das werden wir checken. Und was auch cool ist, wir müssen morgen erst bis 13 Uhr hier weg. Ne? Wir wollen ja morgen den lieben Lothar und die Annette besuchen und da muss ich erstmal eingeben, wie weit das noch von hier ist. Aber ich denke, da fahren wir vielleicht maximal, wenn es hochkommt, noch 3, 3,5 Stunden, wenn überhaupt. Ne? Und es sei denn, Karawankentunnel ist irgendwas. Mm. Und einkaufen wollen wir auch noch. Also ich denke mal, wir werden morgen früh hier so zwischen 11 und 12 oder was, werden wir ganz normal erfahren. Wir schlafen aus, frühstücken und dann düsen wir los. So machen wir es. Alles in Ruhe, kein Stress, weil wir haben immer noch Urlaub. Stimmt. Das darf man ja nicht vergessen. Ja, genau. Ja, definitiv. Ja. Also, wir melden uns jetzt erstmal ab und hören uns vielleicht später dann nochmal. Macht's gut. Tschüss.
Guten Morgen, Freunde. Wir haben die Nacht gut verbracht auf Camp Spick. War recht ruhig, hat geregnet einige Male. Da hat es ein bisschen auf den Wohnwagen drauf gebrätschelt. Aber sonst war es echt cool. Ja, jetzt haben wir schön gefrühstückt, alles soweit zusammengepackt. Und mein Mann lässt schon wieder die Zunge hängen, weil er schon wieder komplett außer Atem ist, warum auch immer. Weil es warm ist, Freunde. Ja, es hat 10 Grad. Ja, aber die Heizung war an hier drinne und wir haben jetzt gerade die Fenster alles zugemacht und dann ist es stickig. Schatz, wie war es hier? Habe ich gerade gesagt. Wie denn? Ja, ruhig, es war schön, es war okay, das Wetter hätte besser sein können. Aber sonst war es echt cool, wir haben gestern noch schön gegessen. Es hat gepasst und ja, wann sind wir ins Bett? So um 11 Uhr rum? Ne? Oh, um 11 Uhr, ich war echt kaputt. Ja, ich war echt kaputt. Ich meine, es sind zwar nur 500 Kilometer gewesen, aber es reicht dann auch irgendwann. Ja. Ne? Ja. Man muss ja nicht immer übertreiben. Nee. Deswegen, also wir freuen uns definitiv, hier wieder herzukommen im Januar. Ja, auch schön. Wir hoffen, dass viel Schnee liegt. Mhm. Der Stellplatz, den wir uns ausgesucht haben, der ist echt klasse. Also Stand jetzt. Weil neben uns kann eigentlich nur einer mit dem Zelt, hinter uns kann eigentlich auch nur einer mit dem Zelt und ich hoffe mal, dass im Winter nicht gezeltet wird. Ja, jetzt packen wir zusammen komplett, abbauen, anhängen und dann geht's weiter. Ja, viel abbauen müssen wir eigentlich gar nicht, haben wir schon gemacht. Ne? Aufgeräumte Wände im Wohnwagen. Wände aufgeräumt. Gestern, wie gesagt, war mein Mann in der Rezeption und hat dann auch schon gefragt oder gesagt, wir möchten gerne einen 65er haben, er hat sich's notiert. Mal gucken. Da bin ich auch gespannt. Also da bin ich echt gespannt, ob das funktioniert. Er hat mich 12 Stunden fragend angeguckt und hat mir dann irgendwas erzählt, dass im Januar hier Weltcup ist und 500 Quadratmeter irgendwelche Norwegen gebucht haben. Und es sei es mir egal, wir haben ja schon gebucht und die Bestätigung, also im Endeffekt sind wir ja da. Ne? Aber der Weltcup, haben wir geguckt, ist eigentlich erst Ende Februar war es, ne? Ja. Februar bis 5. März, irgendwie sowas. Irgendwie sowas. Ja. Wir werden es sehen. Vielleicht hat er mich auch nicht richtig verstanden. Nee, das glaube ich auch. Spätestens am 22. Januar, wenn wir hier stehen, werden wir sehen, ob er mich verstanden hat. Also, wir machen die Stützen weg und Hund ins Auto, hängen an und dann geht's durch der Karawanken, weil Wurzelpass dürfen wir ja nicht. Leider immer noch keine Berge zu sehen, sondern nur Nebel. Aber da oben sind sie. Vielleicht sieht man sie dann im Winter besser. Aber ansonsten echt ein ganz schöner Platz eigentlich. Hund ist auch schon in freudiger Erwartung. Guck, wie der so schön. Guck, wie der so demütig. Hallo. Ist eigentlich gar nicht so kalt, ne? Es ist halt, wenn du von, was weiß ich, 24 Grad kommst du in 10 oder 11 Grad, dann frierst du natürlich erstmal. Und heute Nacht war es schon gut, dass die Heizung an war. Ja, das war okay. Also kalt war es auf alle Fälle nicht. Hast du ein wenig zu gut gemeint. Kriegt seinen eigenen Stützkeil nicht mehr raus. Zu viel Kraft, Schatz. Nee. Ist halt alles recht matschig hier, wie man sieht. Weil es echt gepisst hat wie Sau gestern. Aber es gibt ja auch befestigte Wege. Das passt. Wird jetzt angehangen, ein Stück vorgezogen und fertig. Ja. Und daher wisst, wie das gemacht wird, fehl mich nicht weiter. Also, bis dann. So, mein Schatz, alles geregelt? 100%ig, es war ein anderer da. Ja. Und er hat ein bisschen Spaß gemacht, also quasi genauso meine Wellenlänge. Mhm. Da habe ich gesagt, wir sehen uns nächstes Jahr im Januar. Ich sagte, wie Januar?
Sag ich, ja, Platz 65 haben wir gestern im Kollege schon gesagt, oh, normal, wir machen nur hier vorne Schnee weg. Aber ich mache weg Schnee. Sag ich, hoffentlich ist auch Schnee da. Ja, ja, und man freut sich auf uns. Man kann uns kaum abwarten. Quasi. Ja, ja, jetzt geht's los. Karawanken. Auf zum Loder. Auf zur Annette. Vorher kurz einkaufen. Das machen wir auch noch irgendwie. Ja. Ihr seht, ich habe mein Gedächtnishandtuch schon wieder an. Muss sein. Ne? Anders geht's nicht. So, ja, wir düsen jetzt los. Kannst die Kamera ausmachen jetzt. Mach die Kamera aus. Nein, Quatsch. Tschüss, Camp Speak. Bis. So sieht's aus hier. Ja, zum Januar. Machet gut. Ain't no way. You just caught me now standing outside in the rain. It happened again. This ain't the same. But you and I know this. So, benutzen wir wieder unsere digitale Maut. Mhm. Der vor uns nicht. Der kennt die nicht. Der vor uns benutzt sie nicht und deswegen müssen wir jetzt warten. Klär ihn doch mal auf. Oh. Habt ihr das gesehen, Junge? Die Möllers kommen und die Schrank geht auf. Yay. So funktioniert das. Das ist doch mega geil, oder? Ja, einmal Hammer. Frei. Muss nicht nach Kleingeld kramen. Was ist denn los? Ich glaube, unser Hund hat auch keinen Bock mehr zu fahren. Der guckt uns total vorwurfsvoll an. Nach 800 Metern nehmen Sie die Ausfahrt. Hallo. Dann bleiben Sie links. Dreht er sich demonstrativ weg. Hallo. Nehmen Sie die Ausfahrt. Was ein Depp, ey. Scooter. 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 Hallo. Deutschland. 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 Ich will. Hello Deutschland. Und es regnet in Deutschland. Ich möchte zurück. Ach, die Heimat hat einen wieder. Auch ein schönes Gefühl. Stimmt. Doch. Total. Ist schon schön, wenn man wieder daheim ist. Freu mich. Klar wären wir auch lieber noch im Urlaub, aber... Wie verrückt. Ach Mann. Klasse. Das passt schon. Unser Hund mag uns, glaube ich, nicht mehr. Nein. Der hat sich nämlich demonstrativ von uns weggedreht und jetzt ist er gar nicht mehr zu sehen. Er ist ausgestiegen. Ja, der hat die Schnauze voll. Freilassing. So, jetzt sind wir in Freilassing, fahren jetzt zum Kaufland, kaufen da noch ein bisschen was ein, weil zu Hause ist der Kühlschrank nämlich... leer. Ja. Da ist gar nichts mehr drin, glaube ich, außer ein paar Barbecue-Soßen oder so. Und ich brauche ja fürs Arbeiten ja. auch wieder was. Genau, deswegen. Und das machen wir jetzt, weil wir ja zu Freunden fahren ja. und dann können wir ja nicht mehr einkaufen. Nein. Und da wir unseren Kühlschrank dabei haben, der funktioniert, ja. Fahren wir jetzt einkaufen. Genau, also bis dahin, Leute. Bis Leute. Servus, Servus, grüßt euch. So, jetzt geht's auf die letzte Etappe Richtung Heimat. Haben einen sehr schönen Abend gestern noch verlebt bei Lothar und Annette. Falls ihr es seht. Bene, recht herzlichen ja, Dank. Ja, recht herzlichen Dank. Und ja, wie gesagt, machen uns jetzt auf den Heimweg bei herrlichstem Wetter. Natt. Wir sind heute früh aufgewacht. Das hat runtergedroschen wie Sau, aber
Naja, was sonst. Nächste Woche soll das Wetter ja besser werden. Eben. Ja, wir düsen jetzt noch. Wir haben 380 Kilometer bis zu Hause. Muss aber ehrlich sagen, also so langsam stellt sich das Urlaubsfeeling so ein bisschen um auf nach Hause kommen. Ja. Ne? Also ja. Gestern habe ich immer noch so einen leichten Hals gehabt, muss ich ehrlich sagen. Und, aber jetzt will ich heim. Jetzt will ich wirklich. Jetzt ist auch so langsam so die schöne Gegend zu Ende mit den Bergen und das alles. Und ich meine, gut, Deutschland ist generell schön, viele Ecken, aber ich will jetzt heim. Das Wetter ist auch trüb, ich will den Wohnwagen ausräumen oder wir wollen den Wohnwagen ausräumen. Ich will den auf den Stellplatz stellen, wo er hingehört. Und dann will ich heute Abend das Feuer anmachen und will auf der Couch liegen mit meiner Frau und relaxen und abschalten. Genau. Und dann haben wir noch morgen einen freien Tag. Den tun wir auch. Na gut, mein Mann, wir müssen seinen LKW holen und er muss den halt noch einräumen. Aber naja gut, es dauert ja auch nicht den ganzen Tag. Nee, wird schon alles schief gehen. Ja, genau. Die ganze Geschichte. Ja. Also wir düsen Richtung Heimat und melden uns, wenn wir zu Hause sind. Genau. Also bis dann, Leute. Servus. Liebling. Servus. Was denn du hier? Ah, sauber, weil der Kurt aussieht wie Sau. Ohne Scheiß. Was sind wir denn überhaupt schon da? Ja, wir sind angekommen. Zu Hause. Ja. Haben jetzt alles ausgeräumt und jetzt bin ich dabei, den Kurt ein bisschen sauber zu machen. Ja. Weil der muss nochmal in die Werkstatt, weil es muss ja das Sonnendach da oder diese Blende gemacht werden. Und die Fenster. Die gehen ja auch nicht mehr zu, wenn sie mal oben sind. Und so dreckig wie der ist, kann ich den da nicht abstellen. Nein. Nein, das ist ja. Das kann sie nicht. Nein, weil dann denkt ja jeder, ich bin ein Schmuddelkäfer. Das will ich nicht. Ich kann das schon. Der hätte den auch so hingestellt. Wie meinst du das jetzt? Ja, weil du gesagt hast, wir können den ja irgendwann vor Paris dann noch sauber machen, aber nein, ich mache den vor der Werkstatt sauber. Ein fleißiges Bienchen, mein Weiblein. Ja. Ne? Ein fleißiges Bienchen. Ja. Schrecksekunde heute, Freunde. Wir haben eine absolute Schrecksekunde gehabt. Wir sind in Altötting losgefahren, oder besser gesagt in Burgkirchen. Und waren auf Höhe Altötting und ich bin an der Kreuzung angefahren. Und entweder habe ich die Kupplung nicht richtig durchgetreten oder was? Ich habe keine Ahnung. Auf einmal hat sich das so angefühlt, als ob die Kupplung im Arsch war. Also die Kupplung durchrutscht und da habe ich schon voll die Panik gekriegt. Gell? Also das, und dann irgendwie angehalten, neu losgefahren und es hat alles funktioniert. Ey, irgendwas war da, ich habe keine Ahnung. Ausgeräumt haben wir, wie gesagt, alles. Steffi macht jetzt sauber. Ich habe auch schon was gemacht, also nicht, das heißt, ich bin eine faule Sau. Ne? Ich habe nämlich alles in die Garage schon mal geräumt. Da liegt das Zeug alles. Die 2-1 Sub, der Teppich, das Zelt, das andere Sub, die Couch und alles, was zum Campen dazugehört. Das ist da ordentlich abgelegt. Mäuse habe ich hier keine, Gott sei Dank. Und bis zum nächsten Sommerurlaub. Was heißt Sommerurlaub? Bis zum nächsten großen Trip nächstes Jahr. Aber ich denke mal, das wird bestimmt erst Mai, Juni werden oder so. Vorher gibt es halt immer nur Wintertrips. Aber das machen wir ja auch gern. Ja, mal gucken. Wie gesagt, die Steffi macht den jetzt noch sauber. Ich fahre den nachher noch zu seinem Stellplatz. Dann ist er hier vom Hof, weil wenn ich nächste Woche wieder am Arbeiten bin und die Schwiegereltern sollten vielleicht in der Woche kommen, dann hat der Schwiegervater genug Platz zum Rangieren. Ja, wir melden uns nachher nochmal bei euch. Also, bis dann. Schatz, was machst du denn da? Ich koch. Oh, weil? Wir aus Urlaub wieder da sind. Ja, Leute, so schließt sich der Kreis. Wo wir weggefahren sind, hat meine Frau gekocht und jetzt überrasche ich meine Frau mal mit leckerem Geflügel-Gyros. Und ja, wir haben alles fertig. Kurt ist weg, habe ich weggefahren.
Er hat etwas Tränen in den Augen gehabt, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich auch. Aber hey, so ist das Leben nun mal. Ich muss ehrlich sagen, seit heute Morgen, wo wir da weggefahren sind, wollte ich nur nach heim. Also da wollte ich wirklich, da war dann so die Phase, ich will heim. Ne? Und das ist auch gut so jetzt. Jeder Trip geht mal zu Ende. Also Freunde, wir beenden hiermit auch diesen Teil, den allerletzten Teil von unserer Kroatien-Rundreise 2022. Alles hat ein Ende. Auch die Wurst. Und zwar zwei. ja, wir sind wirklich wieder glücklich, zu Hause zu sein. Ja, wir freuen uns auch wieder. Auch wenn der Abschied schwer gefallen ja. ist von Kroatien, wirklich. Aber wir sind jetzt auch wieder froh, hier zu sein. Das Haus steht noch, alles in Ordnung. Also definitiv. Erste Wäscheladung ist auch schon in der Waschmaschine. Ja. Also passt. So ist es. Also, wir bedanken uns vor allen Dingen recht herzlich bei euch allen für die vielen, vielen, vielen netten, lieben Kommentare, die uns in allen Videos erreicht haben. Ja. Wenn ihr dieses Jahr hier seht, dann sind wir ja wahrscheinlich schon fast in Paris wieder. Ja, kann sein. Es kann sein, weil ihr wisst, es gibt jeden Samstag um 8 Uhr gibt's ein Video. Wer es noch nicht getan hat und hier noch nicht die Schnauze von uns voll hat, der besucht uns doch gerne auf Instagram unter Möllis Camping Diary. Hier würden wir uns auch über ein Abo freuen. Ansonsten auf unserem Kanal sind wir immer zu haben für ein Abo, Like und Kommentar. So sieht's aus, Freunde. Seid wieder mit dabei in der nächsten Folge, wenn es heißt Nix wie weg. Eure, ja, eure Möllis. Das sind wir. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Schätzchen, was machst du da? Morgen, Leute. Total verpennt noch. Ja, meine Magnete aufhängen. Guckt euch das mal an, ihr das sammelt so, Junge, Junge. Da ist sie, wie verrückt ist sie da. Ja, natürlich. Wo waren wir denn alle? Ah, Primosten, auf Bol, Sibenik, Putziska, was weiß ich, wie das ausgesprochen wird. Bol, da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Das war auf der Insel. Ah, auf der Insel waren wir da. Stimmt, da sind wir ja mit der Fähre rüber, einer Bratsch. Ne? Cool, ja. Jetzt will sie das, will sie hier wegmachen, was mir hier so schön hingeschrieben hat. Ja, weil es doch nicht dahin passt. Ja, aber das kann man auch ummachen. Nein, das kommt weg. Kommt weg. Split. Sind das alle? Ja. Mehr haben wir nichts gemacht? Nö. Oh. Mehr da rumgegammelt. Cool. Ja, das ist so mein kleiner Spleen, aber hey. Ja, die zwei sind ja schon voll. Deswegen musste dann neue her. Ich befürchte, da kommen noch viele dazu, Gott sei Dank. Spätestens Paris oder so. Ja, ja. Dann Slowenien. Auch noch. Ja. Nun gut, Freunde. Unser erster Tag zu Hause. Wir frühstücken jetzt. Ja, wir frühstücken jetzt. Bis dann. Bis dann.